Ja, Resovic steht auf, wischt sich nochmal die Tränen weg aus dem Gesicht. Auch wenn es rot ist und die Tränensäcke angeschwollen sind, geht er in Richtung des Seffer-Tempels. Oh, das war doch jetzt eigentlich ganz befreiend. Ich meine, sage ich irgendwie hinten zu irgendjemand, der gerade neben mir steht, leise. Ich wollte ihm eigentlich gerade vorschlagen, dass es Zeit für deine Ruhestand ist. Ja, ich glaube, der stirbt mit dem Dreizack in der Hand. Das ist es, wovor ich mich fürchte. Kann nicht, ach, ja. Jeder, der Heldenmut beweist, mit der Waffe in der Hand sterben. Was bleibt dann noch übrig? Ja, die wir dir beschützt haben. Die wir beschützt haben, natürlich, ja. Außerdem, was kann es Schöneres geben, als im Kampf zu sterben? Wollt ihr lieber in einem Bett sterben? Ja, Abelmir. Ja, Abelmir. Ich möchte nichts lieber, als in meinem Bett sterben, von meiner Frau und meiner Familie umringt. Ich habe einen in einem Jahrland kennengelernt damals. Ja. Seid ihr reich geworden? Oder alt? Währenddessen könnt ihr wohl erkennen, dass aus der Flottenmeisterei Jadwiga von Luring heraustritt, die Vizekapitane, die euch zunickt. Hey, ihr Helden! Ah, sehr gut. Die Leute haben mittlerweile wohl gehört. In den Gassen munkelt man davon, dass ihr angeworben habt. Aber jetzt strömen die Leute auch an Bord. Wollen sogar rudern. Matrosen, Halbmatrosen. Allesamt kommen sie. Wer Mann? Nur wegen euch. Sehr gut. Klopft Isarun auf die Schulter. Schön, dass ihr an Bord seid. Danke. Ja, eine merkwürdige Begebenheit. Uns war gar nicht klar, dass wir eine solche Zugkraft haben. Die Wege der Götter sind wahrhaftig unergründlich. Oh ja, Jalan war ja früher schon mal hier. Ich denke, Jalan, du bist doch hier ganz beliebt, oder nicht? Und wir haben vielleicht einen winzig kleinen Dämonenarch im Hafen getötet. Wirklich nicht richtig. Siehste. Und vielleicht hat diese Hexgeweihte, die wir gefunden haben, auch mit ein paar Münzen nachgeholfen. Eine Möglichkeit besteht gut. Ach, das soll mir egal sein. Hauptsache, die Zeremonie am Tempel der Neuen Flüsse wird ein bisschen voller. Ein paar Matrosen können wir noch gebrauchen. Ruderer, super. Alles gut. Ich gehe wieder ins Sold und Säbel. Wir sehen uns später. Wir sehen uns. Und wenn sie schon so gute Laune hat, würde ich gar nicht wissen, wie Wilbur gerade drauf ist. Er hat vermutlich eine Lokalrunde gegeben. Anscheinend haben wir bereits geholfen. Quasi nebenbei. Seht ihr, Jalan? Seht ihr, ihr habt guten Einfluss. Schlechter ist, Ugdan wird inzwischen auch davon gehört haben. Und dann hat er es wohl. Wir haben ihm doch gesagt, dass wir noch uns nach anderen Möglichkeiten umsehen. Ja, aber es könnte ihm wie ein merkwürdiger Zufall erscheinen, wenn, nun ja, ausgerechnet jetzt ein Käfer ein Schiff befällt. Ja, das ist, vielleicht sollten wir das wirklich lassen. Ihr habt recht. Wir sollten ihn lieber einkaschen. Ja. Aber selbst wenn er uns verdächtigt, was soll er tun, da hat er recht. Ich denke mir nur, nun dann repariert er halt sein Ruder wieder und irgendwann ist er wieder auf Fahrt. Habe ich ja letztes Mal etwas von euch bereitschlagen lassen, dass wir darüber geredet haben. Oh, lass das mal Boltax machen. Dann ist das egal, was er denkt. Ja, aber was ist denn gewonnen? Ich meine, die reparieren das. Lass es. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das kaputt kriegt, aber lass es ein Vierteljahr dauern, aber irgendwann sind sie wieder auf Fahrt. Ja, überleg mal, was wir in dem Vierteljahr geschafft haben. Bis dahin gibt es Xeranien hoffentlich nicht mehr, oder wir sind bei dem Versuch gestorben. Dann haben wir immerhin unser Möglichstes getan. Dann haben wir Xeran durch Hafax ersetzt. Ich glaube nicht, dass wir gegen den irgendwas tun könnten. Er wird auch nicht jünger. Ich denke auch, dass das die Taktik ist, die wir verfolgen sollten. Wir warten einfach, bis er von alleine stirbt. Ach ja, das funktioniert bei euch Menschen ja. Ich habe jetzt gedacht, da kommt doch irgendwo ein Witz. Aber ja, warum weiß machen nicht. Wir das eigentlich nicht so? Würde mich nicht wundern, wenn eines Tages, wenn wir in Mendina sind, Scharlachkraut auftaucht und uns einen Handel vorschlägt. Würde mich wahrhaftig nicht wundern. Ja. Ich wäre neugierig, diese Frau kennenzulernen. Ein kleines Stürmchen flüstert Jalan, dass es schon viel früher soweit sein wird. Ja, dann lass uns doch jetzt diese Zeremonie hinter uns bringen. Ich muss heute noch tätowiert werden. Wieder? Na dann komm. Ja, Zulamin hat was versprochen. Aber was ist mal da noch etwas frei? Oh, da hier auf der Schulter, habe ich gedacht. Ja, es wird wunderbar. Ja. Ist euch im Übrigen aufgefallen, dass der Junge ein drittes Auge hat? Ja, so das habe ich auch. Psst, hier.
Aber das habe ich euch doch schon erzählt. Wusstet ihr doch. Sonntags, wenn wir wieder auf dem Schiff sind, werden wir sehr lange und sehr deutliche Lektionen über Geheimhaltung erhalten. Ja, das können wir gerne machen. Ich wünschte, der Nimrod wäre noch am Leben. War das noch mit Selbstbeherrschung, auch in Bezug auf Geheimnisse? Darüber solltet ihr mal nachdenken. Ja, das ist eine gute Idee. Kurze Zeit später steht ihr in der doch leeren Halle von Effort. Nur einige wenige Matrosen, aber vor allem in dem Zeremonieort, wo Resovik euch in Empfang nimmt, stehen außer euch keine Leute. Noch keine Leute. So beginnt er, die Arme ausgebreitet, mit seiner Muschelrobe, ein altes Netz, was er sich übergeworfen hat, und trägt nur noch das, was Effort angespült hat. Unsere Mission ist gefährlich. Jeder kleine Fehler kann dramatische Folgen haben. Aus diesem Grund werdet ihr nun einen Eid schwören, um mal Gehorsam auf die Aufrichtigkeit auch vor Effort und seinen göttlichen Geschwistern zu bekunden. Dieser Eid wird freiwillig geleistet. Wer ihn nicht leisten will, soll verschwinden. Er schaut zu euch. Ich nehme an, wir bleiben stehen. Es gibt eine dramatische Pause. Und dann holt er eine bauchige, fast kindskopfgroße Muschelschale hervor. Ein Sputzen aus Muschelkalk bestehenden Splitter vom Altar und schreitet dann durch die Reihen, sodass er euch dann die Finger ausstrecken lässt. Schneidet kurz hinein, sticht kurz hinein und fängt das Blut dann in der Muschelschale auf. Möchte das Boltax ebenso tun? Ich glaube, Boltax weiß, dass beim menschlichen Heilsegen das Blut hinterher verbrannt wird. Weiß. Dass du daran gerade hängst. Ja, nein, ich überlege nur, ob ich's, ich hab's das letzte Mal ja auch gemacht. Mache ich. Ich werde allerdings auf Rissual schwören und nicht auf Effort, sondern auf den grauen Mann. Aber ja. Ja, okay. Also, natürlich. Gut. Dann übergibt er die Schale einem Tempelhelfer, der dann derweil das Ganze in eine Opferschale gießt und erhebt dann wieder die Hände. Heiliger Herr Effort, heiliger Herr Bryos, segne diesen Schwur mit eurem Geiste. Die Worte, die nun gesprochen werden, sollen heilig sein, wie auch ihr Sinn und ihre Bedeutung. Sie werden aus freien Stücken geschworen, ohne Dunkelsinn und Tücke im Geist, und euch als Hütern anempfohlen. Wer jedoch diesen Schwur tut, um seine Bedeutung zu verzerren, wer den anderen gegen seinen Willen zwingt oder wer den heiligen Eid schließlich bricht, der sei eurer Strafe anempfohlen. Der Tempelhelfer verteilt kleine Muscheln an euch und füllt Wasser hinein, die dann mit Salzwasser gefüllt werden. Wird dann die linke Hand gehoben, sodass man dann mit der rechten den Eid auf der Hand schwören kann. Ich gelobe, gehorsam und aufrecht der Seeadler von Beilung zu dienen, mein Leben in die Hand des Kapitäns Rater Alsani dem 12. zu legen, seinen Befehlen Folge zu leisten, seine Autorität nicht in Frage zu stellen und weder Mannschaft noch Schiff durch Verrat zu hintergehen. Verstoße ich jedoch gegen meine Pflichten, bin ich ungehorsam, aufrührerisch oder begehe ich Verrat an Mannschaft oder Schiff, will ich fortan vor Scham und Furcht vor dem gerechten Zorn Efforts wimmern und kreischen, wann immer ich mit Efforts heiligem Element, dem Wasser, in Kontakt gerate. So könnt ihr den Eid nach und nach nachsprechen und er wird dann auch anerkennend nicken, wenn Boltax nicht auf Effort, sondern auf den grauen Mann schwört. Das ist okay. Geht der graue Mann nicht irgendwie als Alvaranianes Effort oder so? Ja, genau, deswegen ist es okay. Ja, okay. Ja, so könnt ihr dann nach dem heiligen Eid und der rituellen Verbrennung des Blutes, dem Trinken des Salzwassers, was ihr dann danach auch wieder ausspucken könnt, noch an die individuellen Gebete herantreten, also die Altare, aber ganz generell wäre dann der Eid, dass man keinen Saboteur an Bord der Seeadler hat, nachgekommen. Und ihr könnt die legen nach Kammer rein, oder? Ja. Okay. Ja, ja. Aschebis ist ja auch eine hochgeweihte, die Tempelvorsteherin hier, und er sowieso, also, ja, die legen da Kammer rein. Also ist jemand von euch ein Paktierer? Nicht, okay. Als ich zuletzt nachgesehen habe. Nein, gut. Aber das passiert ja dann auch auf dem Weg zum Bäcker mal, also. Ups, das schwarze Brötchen angefasst. Alle Seefahrtsproben oder seefahrtrelevanten Talentproben sind um 6 Punkte erleichtert.
Da gibt es natürlich noch eine Erschwernis drauf, bla bla, ihr seid in der blutigen See und so weiter, irgendwie plus 12 oder so. Aber solange ihr unter diesem Eidsegen steht, ist alles erstmal um 6 Punkte erleichtert. Der Segen hält 12 Wochen an und euer Mutwert steigt um 2 Punkte, solange ihr euch auf der Seeadler befindet. Technisch gesehen, solange wir diesem Halt Folge leisten, also wenn wir es auf der Seeadler aus die Nase wohnen, haben wir keinen Mut plus 2. Naja. Ja, also solange ihr an Bord der Seeadler seid und irgendwas für das Schiff tut, Kann ich in dem Tempel noch ein Elementar beschwören? Wenn du möchtest. Ja, also... Wenn es kein Feuerelementar ist. Nee, Elementar des Wassers selbstverständlich. Ja. Auch nur einen kleinen, den ich dann in den Ring einladen würde. Weil es, glaube ich, auf der See nicht verkehrt, einen dabei zu haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würfel pro forma mal die Probe. Ich denke aber, wenn ich nicht 20-20... Ich würde gerade sagen, doppelt 20, dann... Ja. Erleichterung, weil du bist in einem Effort-Tempel und das Wasser ist dementsprechend hochrein. Kontrollprobe. Oh, die Kontrollprobe ist eine 20. Ja, möchte jemand einen Schicksalspunkt ausgeben? Na, du kannst die, mindestens erstmal deinen Kontrollwert wissen. Mein Kontrollwert ist 14. Naja, 20 ist immer nicht gelungen. Das genau. Ja, aber du kannst da hinterher noch einen Rettungswurf machen und der wird erleichtert, wenn du über 20 bist mit deinem Kontrollwert. Ja, bin ich. Also. Nein, ich meine, wenn dann eigentlich Rettungswert, also der Wert, auf den du probst, über 20 ist. Ja, durch die ganzen Boni, wenn das super reines Wasser ist und ich von dem Element entsprechend viel nehme. Also ich möchte, dass jemand chippen, weil ansonsten muss ich jetzt das Ding durchwühlen. Das wird jetzt helfen. Ja, hier, außer mach. Rafim. Ja, komm, Rafim, ich nehme deinen, wenn es okay ist. Cool. Ja, mach. Ja. Wo du uns den ganzen Tempel flutest. 14. Ja, vor dir taucht ein kleiner Elementar, ist das, ne? Hast du gesagt, ein... Ja, elementarer Diener. Also. Ja, du kannst sehen, wie eine kleine Gestalt, ungefähr zwergengroß, vor dir auftaucht, allerdings sehr viel schlaksiger oder durchtrainierter, mit 4 Armen taucht er vor dir auf und er hat wohl sowas wie ein, naja, Zopf ist es nicht ganz, Wasser sprudelt aus seinem Kopf heraus, es sieht aus wie Haare. Hallo, ich bin Umbavana, der Regenbringer. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ich will dich einladen, für eine Woche in meinem Ring zu wohnen und falls es gegen die ja, des Schlechten und Bösen geht, dann sollst du... Er tanzt die ganze Zeit um dich herum und boxt dir mit seinen vier Händen gegen den Körper. Dann sollst du mir zu Diensten sein und wir werden eine Menge Spaß haben, sie zu vernichten. Und ihnen Böses anzutun, denn wenn sie die Bösen sind, dann machen wir mit den Bösen genau das Gleiche. Er hockt sich sofort ein bisschen hin und haut dir dann mit seinen allen vier Händen ganz viele Backpfeifen. Jo. Das klingt überhaupt nicht spannend, aber der graue Mann hat gesagt, du bist cool. Das bin ich. Also, bist du dabei? Lass uns durch die Wogen reiten und die Gischten stürmen. Das ging gut. Dann auf. Spannende und aufregende Tage. Gemeinsam, Seite an Seite. Ja, er nimmt dich so ein bisschen am Bart, zieht dich in das Becken von dem Effort-Tempel und tunkt deinen Kopf immer wieder ins Wasser, dass du ein bisschen ja, Wasser schluckst. Und hoch, runter. Rafim, du überlegst gerade, kannst du den jetzt verprügeln? Ist das gesund? Und Boltax schnappt immer wieder nach Luft. Kurz überlegt dir, ob er irgendwann das Bewusstsein wieder verliert. Und dann zieht sich das Ding über seine Haare wieder zurück in den Ring von Boltax und lässt sie dann erschöpft im kleinen Flussbett, ist es nicht ganz, aber in diesem kleinen Altartempel dann zurück. Ramin zieht eine Augenbraue hoch und sagt zu Boltax: Lasst mich raten, der will nur spielen. Ja, so sieht das aus. Die sind etwas ungestümer und wilder. So gerollt ein bisschen mit den Augen. Er hat gerade die Seepferdchenprüfung abgelegt. Nichts, was man nicht mit etwas Kontrolle durchaus hinbekommt. Moment. Seepferdchen? Klar. Seepferdchenprüfung. Was ist ein Seepferdchen? Die Grundkenntnisse vom Schwimmen. Apropos, das machen wir jetzt. Ich dachte, ihr meint ein buchstäbliches Pferd in der See. Ja, die gibt's auch. Was? Die werden geritten von den Rissoal. Werden wir vielleicht auch noch begegnen. Schauen wir mal. Oh, das wäre wunderbar. Also Boltax, jetzt nehmt ihr mich doch auf die Schippe. Ich find's übrigens ziemlich beschämend, dass du nicht schwimmen und tauchen kannst, aber wohl ziemlich gut die Sprache der Wasserwesen sprichst. Ja, irgendwie muss ich mich ja mit den Elementaren unterhalten. Ah. Wird auch Zeit, dass du dich in ihrem Element gut zurechtfindest.
So, wie gesagt, ich habe schon gehört, dass es bald ein paar neue Rekruten gibt. 2 Tage haben wir noch Zeit, dann brechen wir auf. Ihr seid aber eingeschworen, könnt euch an Bord der Seeadler umschauen, eure Kajüten beziehen. Ich weiß nicht, ob ihr Kajüten kriegt. Schauen wir mal. Aber für Helden wie euch werden wir sicherlich was freimachen. Naja, und ansonsten stehe ich euch zur Verfügung. Fragt einfach in der Flottenmeisterei nach mir, dann können wir im Hafenbecken schwimmen. Oder wir machen es direkt jetzt. Wie spät ist es denn? Tageszeitlich? Oh, 16 Uhr würdest du sagen. Also schon einige Zeit vergangen. Dann ich sage, wir nutzen das Tageslicht einfach aus, solange wir es noch haben. Na gut, dann kommt mal mit bei Nikaya. Und ihr könnt wohl auch erkennen, wie sich jetzt Ashabith, die blinde Tempelvorsteherin, dem Ganzen anschließt. Ungefähr mehr als 70, sicherlich 80 Jahre hat sie schon gesehen. Wie gesagt, auch blind mit grauen Haaren, ein altes Großmütterchen, aber sie wird dann euch begleiten. Und dann selbst den Schwimmunterricht im Küsten- bzw. im alten Kriegshafen dann begleiten. So könnt ihr allesamt noch ungefähr 2 Stunden hin und her schwimmen, einige Trockenübungen machen, auch noch einige Seile knüpfen, wenn ihr mögt, sodass ihr dann alle eingewiesen seid in die Kunst der Seefahrt. Auch wenn das Ganze dann über 5 Jahre dauert, bis man dann Vollmatrose ist, aber Jarlan hat sie auch irgendwie innerhalb von wenigen Wochen zum Kapitän gebracht. Winzig kleines bisschen Leute abstechen gehört dazu. Das sagen sie dir aber in der Seefahrerschule nicht. Ja, so könnt ihr am Abend wieder zurück in euer entweder Kontor oder aber in den Palast der Sinnesfreuden. Ihr seid unglaublich erschöpft, eure Muskeln brennen und seid aber wohl relativ froh. Jeder mit seinem eigenen Tempo, mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Wer Muskeln hat, der schwimmt halt schneller, aber kaputt ist man dann trotzdem. So ist jeder hochzufrieden von euch. Jeder hat große Fortschritte gemacht, gemeinsam mit Resewig Sturmtaucher und Ashabith, so dass ihr ja dann bei einem Mahl im Palast der Sinnesfreude sitzt. Mir gefällt das alles gar nicht. Euch gefällt das Ganze nicht. Ihr werdet wie lieber wieder zu Hause. Ja, aber das meine ich gerade nicht. Oh, was meint ihr denn dann? Ach, ich weiß nicht. Die ganze Leotmon und diese Fexgeweihte. Was sollen wir mit dem Jungen? Gut, wir bringen ihn auf die Insel, da wird er sicherlich sicher sein, aber dann nehmen wir ihn auf dem Rückweg wieder mit und überzeugen ihn davon, dass er nicht nach Ilso will, was er denn immer noch nach Ilso will. Wir können ihn schlecht in die Stadt schaffen. Natürlich können wir das. Heranes schlägt uns, wenn dem Jungen was zukommt. Was zustößt. Und hey, mit Recht noch dazu. Ich bin der Meinung, dass wenn sie tatsächlich möchte, dass der Junge nach Ilso geht, dass sie dann dort ein Anliegen hat, das so wichtig ist, dass sie bereit ist, sein Leben dafür zu riskieren. Den Willen der Götter zu deuten ist, wie ihr sicherlich wisst, schwer und nicht immer deutlich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Junge das so gut kann. Wer, wenn nicht er? Vielleicht hat er einfach den Willen seiner Herrin missverstanden. Er ist der Auserwählte, der Pareine. Und den Götter erwählen die seltsamsten Menschen. Wird dir sowas auch zu den Boten des Lichtes sagen? Wie zum Beispiel, ja. Ich habe zum Boten des Lichtes ganz andere Sachen gesagt, als ich ihm ein Kettenhemd hingeworfen habe. Nun, fang nicht davon an. Habt ihr ihm auch gesagt, dass es an ihm ist, an euch ist, seinen Willen zu deuten? Dieses Thema ist beendet. Vergesst nicht, auch Jarlan ist ein Auserwählter. Können wir wieder über den Jungen reden? Gut, ihr habt recht, Auserwählte können auch mal daneben liegen. Das war ein sehr gutes Argument. Ich denke, es ist in jedem Fall eine gute Sache, dass wir zuerst diese Insel anlaufen. Vielleicht werden wir dann mehr verstehen. Ja, Breine wird schon ihre Gründe haben, warum sie macht, was sie tut. Ich weiß nicht. Aber ja, es ist nie auszuschließen, dass man den Willen der Götter falsch deutet. Nun ja, jedenfalls war es eine sehr merkwürdige Angelegenheit, wie sie dabei vorgegangen sind. Ich bin mir sicher, das hätte man auch anders regeln können. Naja, sie sind Fexgeweihte. Auserwählte geraten häufig in Konflikt zu der Institution Kirche. Jarlan ist dafür das beste Beispiel. Und nun ja, die Bedürfnisse der Institution decken sich nicht immer und unbedingt mit dem, was die Götter wollen. Der Junge ist so wichtig für die Kirche, dass sie ihn natürlich auf keinen Fall verlieren wollen. Aus gutem Grund, oder?
Sicher, aber er hat den Ruf seiner Göttin gehört. Wer sind wir, dass wir dagegen stehen wollen? Ich weiß, wer ich bin. Das ist sehr schön, Yalan, wirklich. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Das habe ich auch schon mal gehört. Was wir tun können, ihn zu begleiten und ihn zu beschützen, soweit es geht. Und das werden wir tun. Und wir haben schon gesagt, wir werden es tun. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Ja, dann ist das doch geklärt. Ich habe ihm ja schon angeboten, dass ich ihm als Lehrer diene. Und da werde ich mein Bestes tun. Ja, ich denke, du machst das gut, Boltax. Ja, ich denke auch. Und keine Sorge, ich werde ihm nicht ewig lang von der Armbrust erzählen. Ich weiß, das hat meine Schüler im Horasreich auch immer sehr überfordert. Ich werde es kurz und knapp aufs Wesentliche reduzieren. Ja, nur so 4 oder 5 Generationen. Ich bin mir ziemlich sicher, Fusake wird ihm schon lang genug von der Rotze erzählen. Was wissen wir eigentlich von diesem Jungen? Naja, er hat ein drittes Auge, er ist der Auserwählte der Piraine, seine ganze Familie ist tot. Er kann ziemlich gut Wunden heilen. Ja. Habt ihr schon einmal von den Auserwählten gehört, die ein drittes Auge tragen? Also er hat eins. War da nicht irgendwas mit eurem Horus? Der Horus selber trug ein drittes Auge. Es sind Gerüchte nur, dass dies ein Zeichen uralter Hochgeburt ist. Hat er einen Vetter mit 2 Nasen? Nein. Es ist ein Zeichen. Ja, und was ist das für ein Zeichen? Also was machen wir mit diesem Zeichen, Abelmir? Nun ja, Horas trug es. Fran Horas trug es angeblich auch. Ja, wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. In der Tat. Ich bin mir ziemlich sicher, dies hier ist eine gänzlich andere Situation. Auf die eine oder andere Weise können wir nicht zulassen, dass seine Blutlinie mit ihm erlischt. Was wisst ihr über diese Quellen in Ilsur? Viel. Entspringen dort und sollen angeblich von Piranien gesegnet und entsprechend heilkräftig sein. Man konnte manchmal auf verschiedenen Märkten in Thorien abgefülltes Wasser von da kaufen. Angebliches. Ich habe einmal einen alten Freund getroffen gehabt, der die Quellen besucht hatte. Warum weiß ich das? Von einer sehr schönen Landschaft und dass sich die Quellen wirklich ja wundervoll eigentlich in das Landschaftsbild einordnen lassen. Es wäre fast so, als wäre dort eine ja überderische Harmonie vorhanden. Nun, das überrascht mich nicht. Wenn die Stadt eingenommen würde, bestünde sicher die Gefahr, dass die Quellen dämonisch verseucht würden. Ganz bestimmt sogar. Sind die Quellen überhaupt in der Stadt? Ich weiß es nicht. Weiß ich leider auch nicht. Ich war nie dort und ich komme nicht aus Toprien. Ich meine, sie befinden sich innerhalb eines Parkes. Innerhalb der Stadtmauern. Ich denke schon, innerhalb der Stadtmauern. Es ist tatsächlich, war ich nie in Ilsur. Aber eine meiner Großtanten, sie hatte zahlreiche Gebrechen. Die fuhr manchmal nach Ilsur, um sich dort an den Quellen zu erholen. Das heißt zumindest, dass sie noch nicht verloren sind, solange die Stadtmauern nicht gefallen sind. Nun, Salin will sie einsetzen. Auch immer er das vorhat. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass wenn wir unser Vorhaben in Medina durchziehen, dass dann zumindest für eine Weile ein wenig Druck von Ilsur genommen wird. Ich denke, bis die interne Umsortierung in Xeranien dann ihr Ende findet, wird der Wille nicht da sein, die Belagerung mit voller Härte durchzuführen. Ich hätte noch eine militärische Frage. Also, dieser Salin, er ist ja Kapitän, nicht wahr? Aber ihr habt ihn vorhin auch Admiral genannt. Was ist denn der Unterschied? Nun, ein Admiral befehligt mehrere Schiffe. Er war Admiral der Westmeerflotte.
Perlenmeerflotte, richtig. Nein, der Westmeerflotte, man hat ihn versetzt. Oh ja, natürlich. Bis er dann eines Tages sein eigenes Schiff kaperte und in die blutige See stach, als der Wille der Admiralität, den Krieg fortzuführen, nicht mehr da war. Ich glaube, er hat es seiner eigenen Tochter, Nichte, ich bin nicht mehr sicher, gestohlen. Wenn er doch selbst Admiral war, wie kann er sich dann selbst stehlen? Das ist mir nicht... Nun, wie gesagt, man hat ihn auf die andere Seite des Kontinents versetzt. Nach Haben. Ah. Ich meine auch, diese Verwandte von ihm hat danach Schwierigkeiten bekommen, weil man ihr vorgeworfen hat, sich nicht entschieden genug gegen den Diebstahl zur Wehr gesetzt zu haben. Gerüchteweise sagt man, dass sie ihm diesen erst ermöglicht hätte. Aber beweisen konnte man ihr nichts, wenn ich mich nicht täusche. Aber hallo. Nun, ihr habt Sahnin getroffen. Ihr könnt uns alle unser eigenes Bild der Sache machen. Ja, er ist ein Hitzkopf. Mit der Selbstbeherrschung an Bord ist echt so eine Sache. Und ich dachte immer im Militär, da wäre das die oberste Pflicht oder so. Aber nein, offensichtlich nicht. Sei ruhig. Was? Ist doch so. So könnt ihr eure Kräfte erholen bei einem guten Essen im Palast der Sinnesfreude und früh zu Bett gehen, wenn eure Muskeln brennen. Doch am nächsten Tage sind sie wieder kuriert und ihr erholt.